Wir sind hier zur Tarifkommission Metall und Elektro und haben heute die Empfehlung an den Vorstand beschlossen. Ich fand es auch ganz gut, dass es sehr viele Wortbeiträge aus unterschiedlichen Regionen waren. Es ist klar, es geht in dieser Tarifrunde rein um mehr Geld. Und es ist die Frage, was passt? Wie ist die wirtschaftliche Situation in der Bundesrepublik? Wie ist die wirtschaftliche Situation in Nordrhein-Westfalen? Weil es viele Firmen gibt, denen es nicht ganz so gut geht. Manchen geht es gut und dann muss man irgendwo die Mitte finden. Und das ist etwas, was, glaube ich, die Schwierigkeit in dieser Tarifrunde sein wird. Die richtige Forderung zu finden, aber auch zum Schluss das richtige Ergebnis, weil wir wollen ja auch, dass am Ende unsere Kolleginnen und Kollegen mehr Geld in der Tasche haben, dass die Reallöhne steigen, also mehr Geld als die Inflationsrate. Wir wollen unser Stück vom Kuchen abhaben. Wir haben eine Forderung aufgestellt, nach hitziger Diskussion, muss man schon sagen, sehr demokratisch. Die Forderung beläuft sich auf 4,5 bis 5%. Wir haben heute diese Forderungsempfehlung einstimmig beschlossen. Das ist für mich als Verhandlungsführer ein sehr gutes Zeichen, dass wir genau unser Ohr an den Kollegen, an den Betrieben haben. Und deshalb kann man sagen, hinter dieser Forderung steht die IG Metall Nordrhein-Westfalen. Ja, die Tarifrunde sollte sich natürlich so entwickeln, dass die Arbeitnehmer wirklich reell mehr Geld in der Tasche haben. Ich glaube, dass die Arbeitgeber ganz genau sehen, all die Krisen in Europa, dass es auch gut tut, dass die Menschen auch konsumieren. Und wenn wir als Metall-Elektro dazu einen Beitrag leisten können, denke ich mal, sollten wir das auch tun. Was war der Wachstumsfaktor in den letzten Monaten? Der Wachstumsfaktor war diesmal nicht wie in den Jahren zuvor immer der Export, sondern der Wachstumsfaktor war der Binnenmarkt. Wie stärke ich Binnenmarkt, indem ich unseren Kolleginnen und Kollegen mehr Geld in die Tasche gebe? Wenn wir mehr Geld verdienen, kaufen wir auch mehr. Also im Endeffekt kriegen sie unser Geld doch. Wir merken natürlich auch, dass die Arbeitgeber sich gut auf diese Tarifrunde vorbereitet haben. Sie agitieren jetzt schon im Vorfeld der Tarifrunde. Sie warnen uns vor übermäßigten Forderungen. Sie warnen uns vor zu großen Warnstreiks. Ich sage, sie sollen nicht warnen, sie sollen nicht jammern, sondern sie sollen gescheit mit uns verhandeln. Dann kommen wir am Ende auch zu einem guten Ergebnis. Ich glaube, der Arbeitgeber weiß das auch, dass wir uns da gut aufstellen können. Und sie wissen im Grunde auch, dass sie mehr davon haben, wenn wir mehr davon haben. Wir stehen für die Forderung. Wir werden auch stark mobilisieren. Die IG Metall ist immer so stark wie ihre Mitglieder. Umso weniger Mitglieder man hat, umso weniger kann man in den Betrieben umsetzen. Jeder muss in seinem Betrieb aktiv sein. Ich gehe davon aus, dass er auch Mitglied der IG Metall wird. Und ich glaube schon, wenn das gelebt wird von jedem Einzelnen, brauchen wir nicht Angst um unsere Zukunft zu haben als Beschäftigte. Mit IG Metall sind wir wesentlich besser aufgestellt. Genau wie die Drohungen immer, wir treten aus, ein Verband aus und und. Ich weiß nicht, aber die letzten Zahlen bei der IG Metall sind eigentlich so, dass mit Betriebsrat und mit Tarifvertrag weitaus bessere Arbeiten erzielt werden als ohne. Wir stellen überall dort fest, wo wir gut organisierte Belegschaften haben, haben wir auch gute Verträge. Das gilt auch für diese Tarifrunde, wo wir ja auch noch vorhaben, die Betriebe ohne Tarifvertrag mit in diese Tarifrunde mit einbeziehen. Deshalb gilt es jetzt, jeder, der im Bereich der Metall- und Elektroindustrie arbeitet, wenn er nicht schon Mitglied ist, jetzt Mitglied werden mit uns gemeinsam für eine gute Forderung, für mehr Geld, für mehr Gerechtigkeit in dieser Tarifrunde.